Herzlich willkommen bei Schau Schau. Ich begrüße Sie aus dem Burgenland, genauer gesagt aus Mattersburg. Ja, für uns geht es heute in die Wiener Stadthalle zum großen Kiddie Contest. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit mehr als 20 Jahren begeistert der Kiddie Contest groß und klein und ist für so gut wie jeden ein Begriff. Der Kiddie Contest des Fariton, der Name, ist ein Bewerb für Kinder. Das sind Kinder um die Wette und wer am besten ist, gewinnt dann einen Preis. Warum begeistert euch das so? Weil uns das freut, dass wir auch andere Kinder sehen, halt nicht nur Erwachsene singen sehen, sondern auch einmal Kinder. Mir macht Spaß zuzuhören und ich spiele selber ein Musikinstrument und es freut mich zuzuhören. Wie begeistert bist du denn von diesem kleinen Star? Sehr, ich habe es ja schon als kleines Kind immer angeschaut, weil es freut mich, dass auch Kinder Stars werden können. Um einmal bei der großen Kindershow in der Wiener Stadthalle dabei zu sein, lädt seit Jahren die Kommerzialbank im Burgenland jede Menge Kinder ein. Sehr, sehr riesig. Naja, es ist schon eine Chance, die man nicht so wirklich immer hat. Und das ist ein riesen Konzert und hoffentlich werden wir sehr viel Spaß haben. Ich finde es einfach fantastisch, dass die einfach sich trauen, das alles zu tun. Weil die anderen können das nicht tun, weil sie sich nicht trauen. Würdest du dir das auch trauen? Nein. Warum? Weil viel zu viele Leute da sind und wenn ich irgendwas falsch mache, dann habe ich Angst, dass mich auslachen. Schon vor der Show können es die Kids kaum erwarten, dabei zu sein. Die Freude ist riesengroß. Mittendrin sind die Kinder statt nur dabei. Es ist toll und ich habe Spaß. Was ist denn so super? Kannst du das beschreiben? Dass wir essen dürfen und dass wir noch ein bisschen tratschen dürfen. Cool, weil normalerweise habe ich es immer im Fernsehen gesehen und jetzt kann ich es live in der Stadthalle sehen. Und wie ist es, wenn man da so live mit dabei ist und so hautnah an den Stars dran ist? Cool. Ich freue mich einfach, dass ich habe so ein Herzklopfen jetzt voll. Hast du so etwas schon mal erlebt? Nein. Wie ist dieses Gefühl? Voll angespannt bin ich jetzt und es ist schon cool, weil man hat sowas ja fast noch nie gemacht. Meistens zumindest. Ich würde vieles wissen wollen, wie zum Beispiel, wie es ihnen gerade geht. Die Aufregung vor der Show ist bei den Kindern groß. Ganz neugierig warten die Kids auf die Stars von morgen. Den Kiddie-Stars hautnah zu sein, ist für die Kinder eine ganz besondere Erfahrung. Es ist natürlich eine super Stimmung, jeder freut sich auf die Stars und es ist einfach bombastisch und ich kann es gar nicht beschreiben. Ne? Und wie ist es auch, wenn du sie heute da hier so hautnah miterlebst, die Stars, wie ist das? Voll cool. Wieso? Weil eigentlich sind es ja schon normale Kinder, aber diesmal ist es cool, weil es auf einer Bühne steht. Weil ich glaube, das ist cool, wenn man dann so auf der Bühne steht und dann sind so ganz viele Leute und schauen dazu. Es ist die Bühne, die für die kleinen Stars die Welt bedeutet. Ich freue mich einfach so, dass die alle da sind und ich glaube, das macht die Nervosität ein bisschen aus. Es ist eigentlich ein ungewohntes Gefühl. Vor dem Kiddie Contest war das ja nicht so. Also es ist voll cool. Na, man muss schon ein bisschen nervös sein. Wenn man gar nicht nervös ist, dann wird es auch nichts. Das sage ich auch immer den Kindern. Ein bisschen Spannung muss schon da sein, aber es gibt ja ein paar Tricks. Durchatmen, ja, und quasi sich an den Händen halten und sagen, Energie! 10 Kids, 10 Hits mit 9 deutschen Texten und ein Gewinner. Das ist das Erfolgsrezept. Cool sind und waren immer die Kinder, die Stars. Aber wir wollen mit ihnen nicht ein Star-Abenteuer kreieren und sagen, hört die Schule auf und werdet Popstar, lauter Blödsinn. Habt eine gute Zeit und es ist schön, wenn man wem vielleicht 10 Jahre später trifft und er sagt, Mann, das war für mich das Erlebnis meiner Kindheit, damals beim Kiddie Contest dabei zu sein. Den Kiddie Contest 2016 gewinnt Christian! Ich kann es noch gar nicht realisieren, also ich habe das nicht geglaubt, dass ich bin. Ich bin voll glücklich, dass so viel für mich angerufen haben und ich möchte alle danken, die was für mich angerufen haben. Ja, das ist ein super Gefühl, also ich freue mich vollgas.